was denn? Wieso gehst du nicht an dein Handy ran? Ich konnte nicht ans Handy gehen, das hatte die Gesa. Wer ist Gesa? Ey, Mann, komm schon, los, ich mach jetzt nicht so eine Faxen. Was für Faxen, Alter? Penn doch bei Gesa! Ey, Mann, Gesa ist die Gefangenen-Sammelstelle. Mach Platz für mich. Und willst du, dass die mich feuern? Nein, ich will mich doch nur entschuldigen. Noch zu deinem Geburtstag kriegst du die Tickets für die Kanarischen Inseln. Kanarischen Inseln? Ja, oder so. Meinst du, kannst mir ein bisschen Geld leihen? Was wird denn das? Weitermachen. Mit so einer Fischer-Price-Scheiße kannst du nichts reißen, Alter. Ihr seid echt tight, der Flow stimmt. Organisiert ein neues Mic, dann wird das halt Bombe. Ich dachte, du kaufst uns ein Mikrofon. Wann hast du gesehen, dass ich was gekauft habe? Stell die Gitarre ab. Wir machen es genau wie früher. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Ich hol den Chef. Nein, Hölle, Hölle, Hölle. Also ihr sagt mir jetzt, wo das Mikro ist, oder ich hol die Polizei. Mann, hol doch die Polizei. Okay. Nee, ey, warte mal. Ich sag dir, wo es ist. Ich hab's in meinem Arsch. Hört mal rein, Alter. Was hast du noch mal zu den Typen gesagt, wo wir das Mikrofon geklaut haben? Hol doch die Polizei. Hol doch die Polizei. Polizei. Hol doch die Polizei. Bevor sie hier erscheinen werden, ist die Action schon vorbei. Hol doch die Polizei. Ihr seht doch aus wie Brüder. Oder wie Blutsbrüder oder so. Ja, aber wenn dann mit Z am Ende, ja? Also genau. Blutbrüder, das. Slack, ey. Wer zählt die Scheine? Wer zählt die Bitches? Wer ist der Shootingstar an der Hitlist? Hier sind meine beiden Freunde, von denen ich erzählt habe. Eddie Otis. Ich bin Manfred Facher von der Plattenfirma. Wow, hey, das sieht ja super aus. Mann, die sehen doch total albern aus. Ich meine, die kommen doch von der Straße, oder? Ja, genau, und nicht Christopherstraße oder sowas. Diese Major-Affen sind alle gleich. Ich bügel an, so lange, bis man klappt, das ist wie ein Aal. Wenn einer mein Tech wird, dann ich. Vielleicht haben wir nie wieder so eine Chance. Soll ich dir gleich einen blasen? Nee, mach ich selber.